Guten Tag, hier spricht euer Peter Gim. Heute spielen wir jetzt gegen Braunschweig. Alter, wir müssen gegen Braunschweig gewinnen, Leute. Weil heute, wir sind nur noch ein Punkt Vorsprung. Leverkusen, Dortmund, alle. Und durch das, dass wir halt gegen Leverkusen verloren, 2-0, ist natürlich deshalb ein Rückschlag für den FC Bayern München. Ist halt ein sehr starkes Rückschlag. Und ich hoffe, Leute, dass wir das schaffen jetzt. Gegen Braunschweig einen Sieg holen. Weil sonst müssen, Alter, wird. Weil sonst wird's schwer für. Weil ich will die deutsche Meisterschaft gewinnen dieses Jahr. Aber ob wir die mit der Mannschaft jetzt schaffen, wie wir gegen Leverkusen gespielt, kann ich nicht sagen. Und das Problem ist hier auch noch, Leute. Die Braunschweiger spielen um den Abstieg. Das heißt, die wollen natürlich acht gewinnen. Eigentlich 1 bis 5 können diese Saison um die deutsche Meisterschaft kämpfen. 5 Teams können noch um die deutsche Meisterschaft kämpfen. Das schlechteste Team der Tore gegen das beste Team. So bin ich jetzt mal gespannt, Leute. Kann Bayern heute gewinnen? Sie brauchen einen Sieg. Sonst können die sein, dass sie richtig abstürzen. So, Leute, Braunschweig, Bayern 1-0. Und Müller macht wieder ein Tor. Alter Schwede. Also, dieses Tor war so, ist sowas von wichtig heute. Dieser Sieg ist das Wichtigste, was Bayern machen kann heute. Und Müller kommt immer näher an Lewandowski. Und das, dann wird es hier richtig ein Spannungskampf zwischen den zwei Top-Torjägern, Lewandowski und Müller. Ja, dann mit diesem Sieg heute könnte man mal wieder. Ja, das war halt blöd, gegen Leverkusen zu verlieren. Aber heute wollen wir natürlich gegen Braunschweig einen Dreier. Das wäre abseits gewesen, Leute. Das glaube ich war abseits von Müller. Ah, schade, nicht ganz durchkommen.
So, Vorsicht spielen. So, spielen wir wohl weiter wieder. So, jetzt ruhig. Ah, Ball hat zu weit vorgelegt worden. Hat man. Was war? Das war eine blöde Idee. Ich hätte einfach draufballern sollen. Also merkt man, die Bayern sind halt nicht mit Zuversicht nach dir. Sind halt, die haben viele Tore, die machen diese Tore wie Weltmeister, aber die schaffen es einfach nicht, die zu gewinnen, Leute, zu gewinnen am Ende. Das ist halt das große Problem. Das ist halt das große Manko, was Bayern hat, Leute. Das große Manko, aber ich denke, Bayern hat die Chance, deutscher Meister noch zu werden. Wann hat er nicht auf freien Platz gespaßt? Oh, wieder so ein schlampiger Pass. So schlampige Pässe, die müssen verhindert werden. Die darf nicht mehr passieren, so dass man die Bälle nicht zu weit. Dann passt lieber langsam und immer auf die Nummer sicher. Alter Schwede, also das war jetzt aber glücklich für Bayern. Das Tor war frei und der Ball hat auf dem Parkplatz von der Allianz Arena. Oh Mann, die Ungenauigkeit. Und Braunschweig kommt, was eigentlich. Nicht sein dürfte, weil Bayern einfach bedeutend besser spielt, aber sie zeigen es halt nicht immer. Und Lewandowski hätte dieses Tor machen müssen, aber er ist eine kleine Torflaute. Er will es immer zu genau machen. Der Lewandowski will es immer zu genau machen. Das merkt man extrem. Zu genau.
Oh Mann, das ist nicht gut, wenn Bayern so weiterspielt. Boah, Krötzka, was war denn das? Den hättest du im Schlaf kriechen können, oder mal? Im Schlaf hättest du ihn bekommen können. So, Bayern, jetzt Ruhe ins Spiel bringen. Einfach nur Ruhe. Oh, hab wieder passt ungenau. Lewandowski stand wo? Anders da. Manometer, das ist halt das große Problem vom FC Bayern München, finde ich. So, jetzt ruhig weiter, spiel einfach. Achtung, Ben. So, und jetzt einfach nur noch das Spiel irgendwie über die Zeit. Man muss schon fast sagen, über die Zeit retten eigentlich schon. Lewandowski kommt, hat so ein bisschen die Probleme. So, Bayern weiß heute einen Sieg. So, Leute, ich denke, jetzt werden wir mal. Herr Lewandowski kriegt mal eine Pause, glaube ich mal, Leute. Und ich wechsle mal ein paar Spieler mal aus. Ist, glaube ich, mal besser, mal ein paar Spieler zu wechseln. Manu, wir kriegen einen. Am Anfang der Saison hätten wir viel mehr Tore geschossen. Jetzt dümpeln wir mit ein Tor oder so immer rum. Und hoffen, dass wir irgendwie das Spiel durchstehen. Mann. Braunschweig kämpft hier. Die Braunschweiger haben es eigentlich verdient, hier das Tor, der Punkt. Braunschweig hat diesen Punkt eigentlich, das Tor eigentlich schon längst verdient, glaube ich. Und Müller macht sein zweites Tor heute und kommt langsam an Lewandowski. Und Müller ist jetzt, er kann es. Aber Lewandowski hat ein bisschen Torflaute. Bayern hat jetzt 2-0. Heißt, Bayern führt 2-0. Holt wieder ein Tor. Und hat gute Chance, heute mal nach dieser Niederlage gegen Leverkusen zu gewinnen. Und das nächste Spiel geht's gegen die Hannover 96. Ach, wieder ein Heimspiel.
Müller wollte den Ball sich noch ein bisschen besser legen und dann schießen, aber das war zu spät. Ah, ist normal. Ah, schade. Lewandowski ist heute nicht gut im Spiel, guten Tag gewesen. Müller ist wieder ein bisschen besser. Robben ist wieder mal im Team. Oha. Aber Leute, für Braunschweig ist es echt schade. Die Braunschweiger hätten es eigentlich dieses Tor. Und Müller macht seinen Hattrick. Hattrick. Müller macht, glaube ich, seinen Hattrick heute. Alter Schwede. Bayern gewinnt 3-1, 3-0 hier in München. Oh Mann, das war. Somit hat Bayern wieder ein gutes Spiel. Ah, super. Oh, Mann, nur mehr gut gespielt. So, noch 10 Minuten plus 3 Minuten Nachspielzeit und dann ist dieses Spiel 8 beendet. Ein bisschen zu lang gewartet, Müller. Oh Mann, Bayern ist da. Das Spiel ist fast beendet. Und 3 Punkte wieder für die Tabellenspitze. So, Vorsicht, ja, gleich wird abgepfiffen. Mal gucken, wie lange noch nachgespielt wird. 3 Minuten werden wir nachgespielt, wie immer. Oft immer so 3 Minuten werden immer nachgespielt. Ist immer in der Regel. So, Bayern gewinnt nach dieser verlorenen in Leverkusen heute in der Allianz Arena 3-0 gegen Braunschweig. Oh Mann, das war jetzt ein wichtiger 3 Punkte. Und Müller hat 3 Tore, 3 Schüsse und somit ist er wieder auf guten Weg, die Torschütze-Krone zu holen. Alles wäre ein Traum, wenn gegen Lewandowski. Er hat jetzt ein bisschen die Probleme, Lewandowski. Er ist ein bisschen müde und hat kaum Tore, macht er Torflaute. Und Müller macht halt die Tore, wenn er kann, macht er die Tore. So Leute, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt noch passiert. Irgendwas Neues. 3 Punkte Vorsprung. Gut, sieht gut aus. Gut. Schauen wir mal. Ja, es war nicht schlecht, Sanchez. Hast gut gemacht. So, Leute, aber ich würde sagen, somit sagt wieder euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und PG, bis demnächst.